Jo, willkommen zurück. Mal gucken hier, wie das weitergeht. Trupp 3 decken Sie auf Ihre Flanke mit dem Kaliber 30. Trupp 2 folgen Sie als Reserve. Ich bin vorne. Elder und Martin sind hinter mir. Alle bereit? Los geht's! Ich weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht, aber ich habe es halt damals, soweit ich weiß, sogar durchgespielt. Insofern ist mir das alles nicht komplett unbekannt. Läuft. Shit. Man muss auf jeden Fall irgendwie zusehen, dass man hier, glaube ich, da irgendwo runterkommt. In ihre Stollen, ne? Die krabbeln hier sogar. Okay. Fress Granaten, ihr Schweine. So kann man es dann machen. Zurückziehen und in Deckung. Die Kanone geht gleich hoch. Ah, super. Alles klar, rein in den Graben. Vorwärts. Lass mich doch erstmal ein bisschen meine Waffen tauschen hier und so weiter. Sowas. So. So. Genau. Jetzt weiß ich auch wieder. Jetzt erinnere ich mich, das habe ich nämlich früher schon ein paar Mal gespielt hier. Das wird gleich nochmal richtig hart hier. Er speichert automatisch. Boom. Ruhe. Sag ich euch. Ups. Hey, come on. Ist alle erledigt? Oder passiert hier noch was? Jetzt sind sie alle hin. Vorsicht, weg hier! Bumm. Vorsicht, weiter. Läuft. Bewegung!
Oh, geh auch aus dem Licht. So was. Stellt sich mir vor die Nase, ey. Bist ein Depp, Sergeant Moody. So was. Guck mir aus der Sonne. Oh, Junge. Sonntags. So, kam jetzt erstmal von da oben, ne? Ja, gepair. Hier geht die Post ab, ey. Na, bist du erledigt? Ich denke ja. Wow, 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 wow. Die Entfernung ohne Sniper, Mann. Das ist auch mal was. Oh,
rein ins Getümmel hier. Bom. Bisschen Munition vom Feind einsammeln hier. Hier wird es jetzt auch nochmal lecker, glaube ich. Mal schön Action. Ja, genau. Oh, Alter. Steh mir doch nicht im Weg. Du Pfeife. Mann. Halt die Fresse. Verstehst du? Feuerschutz! Da flog er wieder, ey. So geil, Mann. Ich finde das so genial. Oh, alle erledigt, oder? Sieht so aus, nicht? Uff, klick, 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 klick. Bums. So, ja. Jetzt geht's hier mich irgendwie zu Gebäuden, ne? Oh Mann. Läuft doch raus. Häng ich wieder fest. Oh ja. Jetzt erinnere ich mich richtig. Die Stelle habe ich eigentlich sogar ziemlich gern gemocht damals. Das war nämlich noch so die Zeit, ne? Da hatte man an meiner Stelle einen Slot Pentium 3. Einen 600E hatte ich damals. Später einen 750er. 156 mehr RAM. Das typische halt, ne? Wow. Bam. Feuerschutz. Oberhalb, unterhalb. Gibt das mal so Tutorial schmauen? Ja, teilweise spackt das aber immer noch rum, war oder wieder. Komisch. Aber das lässt sich wohl nicht vermeiden. Leider, leider. Funktioniert das Resampling halt nicht. Das Spiel macht 44.100, aber... Unter 48 kann die Karte nun mal nicht.
reicht aber ja. Okay, jetzt werden sie gleich hochkommen. Sind sie schon. Oh, du Depp, Alter. Super. Bumm. Geh mir nicht immer in den Weg, du Depp, ey. Könnte ich kotzen. Immer dasselbe. Genau aus diesem Grund verreckt man hier viel. Engine einen immer in den Weg läuft. So. Ja, warte mal ab, dich kriege ich auch noch. Irgendwie. Ne? Feierabend, ne? Sehr schön. So. Genau, von da kamen wir und hier geht's jetzt weiter, ne? Feuerschutz! Wir fliegen erstmal eine Granate rein da oben. Bumm, jetzt ist da definitiv alles hinüber. Ah, shit. Sau. Feige Sau. So. So, ich kann dadurch, kann aber auch von hinten rum, ne? Irgendwie war da was. Ich glaube, man kann auch da lang. War, glaube ich, auch schlauer gewesen. Sehr taktisch, aber schlauer. Ah, kannst du nicht rüberhüpfen? Ja, die kann uns noch plötzlich sein. So. Dann. Moin. Nehme ich mal noch nicht, weil ich da noch keine Munition so groß für habe. Steh mir nicht wieder im Weg, du Vogel, ey. Feierabend hier. Die Bastarde, ja, zeige ich euch. Ich komme mich da oben mal besuchen, glaube ich. Geht nicht. Okay. Dann anders.
Haben die schon erledigt. Na gut. Gibt es hier vielleicht was? Ja. Okay. Dann nicht. Dann machen wir mal hier Big Bang. Pow. Und dann haben wir es damit auch erstmal. Erstes Platoon herhören. Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Abgesehen von Omaha verliefen die Landungen am Strand alle reibungslos. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben. Aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Alder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Château Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind unsere Leistungen nicht unbemerkt geblieben. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Oh ja, so war das gerade irgendwie, ne? So. Spiel gespeichert. Und ja, bis dann, wenn es wieder heißt COD 1.